Liebe Pilzfreunde, ich bin in der Natur unterwegs, an einem Fluss. Und hier hat es auch Eschen und ich hoffe, es hat auch Morcheln. Wir schauen mal. Das ist eine typische Morchellandschaft. Und hier gedeihen Morcheln. Das sind junge Spitzmorcheln, die wir jetzt sehen. Sehr schöne Spitzmorcheln. Frisch geschlüpft, es hat ein bisschen geregnet. Die Temperaturen waren in der Vergangenheit warm. Das heißt bis 13, 14, 15 Grad und das ist natürlich ideal. Wichtig ist ein sandiger, lockerer Boden. Am besten ein bisschen mit Blättern bedeckt, dann bleibt er immer feucht. Ja, wir suchen mal weiter. Und was sehe ich da schon? Eine wunderschöne Spitzmorchel. Die ist jetzt schon erntereif. Wunderschön. Wir suchen weiter. Und was sehe ich denn da? Schöne Spitzmorcheln. Sie sind noch ziemlich klein. Und hier ist auch wieder eine. Frisch geschlüpft. Am Flussufer entlang hat es auch Morcheln. Diese wachsen dann schön an der Sonne. Jawohl. Hier sehen wir noch ein paar Morchelanzeigerpflanzen. Das ist das Bingelkraut. Und dann haben wir hier das Buschwindröschen und hier haben wir die hohe Schlüsselblume. Ja, die wachsen an gleichen Standorten wie die Morcheln. Hier sehe ich auch schon wieder was. Wunderschön. Und auch hier hat es Morcheln. Eine sehr schöne, bereits dunkle Morchel. Wunderschön. Hier hat es wirklich wunderschöne Morcheln. Die sind erntereif. Und hier sehe ich schon wieder eine. So kann man sie mitnehmen. Liebe Pilzsammler, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Schauen des Videos und ich wünsche euch ein schönes Wochenende.